Das Schaf hat so seine unliebsame Erfahrung in der vergangenen Saison mit dem VfB Stuttgart gemacht. Das ist der einzige Club, gegen den der Meister nicht gewinnen konnte. Immerhin gab es in Stuttgart ein dramatisches, spannendes 4:4 Unentschieden mit 2 Toren von Ailton. Der Mann war halt eine Bank, und 2 Toren von Ivan Klasnic. Der Mann ist jetzt eine Bank, Jens-Jürg Rieck. Kein Bundesligaspieler traf in der vergangenen Saison auswärts häufiger als der Mann mit der Nummer 17, Ivan Klasnic. Der Stürmer mit der eingebauten Torgarantie, zuletzt mit 3 Treffern in 2 Pflichtspielen, ist in Topform. Sein Sturmpartner heißt Miro Klose. Ansonsten die Gäste mit einer Veränderung gegenüber dem Nürnberg-Spiel. Debütant Banecki ist wieder draußen, dafür Davala auf der rechten Abwehrseite in der Viererkette. Der VfB in Weiß ebenfalls mit 2:9 gegenüber der Saisonpleite in Freiburg. Franjes und der rot gesperrte Stranzel fehlen. Dafür Meißner und Debütant Del Pierre. Foul von Ernst. Achlepp, der sehr gut in die Partie gestartet ist. Freistoß, die 11. Minute für das Sammerteam. Zu kurze Kopfballabwehr und die Chance für Kyrani. In letzter Sekunde mit der Hacke Ismail dazwischen. Viele dachten, es war der Pfosten, aber nichts da. Der französische Innenverteidiger rettet gegen die Mannschaft von Matthias Sammer. Horst Held, kleiner Tusch für ihn. Heute 350. Bundesligaspiel. Hotte Held mit der Ecke. Zu kurz die Abwehr, Kurani. Und Soldo. Zweite große Chance für den VfB. Besserer Start für die Gastgeber. Wo ist Werder? 20 Minuten sind vorüber. Baumann heute wieder in der Innenverteidigung. Und sein Pass seziert die Hintermannschaft der Schwaben. Zu kurze Abwehr von Babbel. Wunderschöner Lupfer von Ernst, aber dann leichte Beute für die Nummer 1 beim VfB, für Timo Hildebrand. Das ist Del Pierre übrigens, Ex-U21-Spieler vom OSC Lille. Meißner nach Oberschenkelproblem wieder im Team, nicht ganz so stark heute. Er ist der Mann der ersten Halbzeit. Das ist der Weißrusse, das ist Klepp. Kurani, 3 Tore hat er schon gemacht. Noch keines per Kopf. Die Bremer am Anfang ein bisschen unsortiert, ohne Fahrenhorst, ohne Listes, ohne Pasanen, ohne Neri, ohne Charisteas und. Sie sind überhaupt nur mit 16 Spielern hier ins Schwabenland gereist. Nach einer halben Stunde legt die Spätschicht hier in der Autostadt und natürlich auch der deutsche Meister so eine kleine Auszeit ein. Das Spiel verflacht. Und dann eine Neuauflage in der Geschichte. Nationaltorwart gegen Nationalstürmer, aber das ist hier eher die Nivea Penaten-Version, kein Problem für Manuel Gräfe in seinem 3. Bundesligaspiel bei dieser Auseinandersetzung. Er rückte ja wegen gesundheitlicher Probleme von Jürgen Aust als Bundesliga-Schiedsrichter auf, macht einen guten Job in einer teilweise ruppigen ersten Halbzeit mit 5 gelben Karten. Die offizielle Spielzeit der ersten Hälfte ist vorüber. Weiter das bessere Team, das heißt VfB. Foul von Stolteri an Soldo. Es gibt Diskussionen auf der Bank, aber korrekter Pfiff, auch in diesem Fall. Freistoß, Horst Held. Und das 1:0 für den VfB, Mathieu Del Pierre. Der letzte Franzose der Vereinsgeschichte war Didi Six. Und auch der traf im ersten Bundesligaspiel
mit seinem Tor für die Schwaben. Aber was für eine Abwehrleistung. 5 Meter Platz zu jeder Seite und dann mit dem Hinterkopf. Für den Franzosen, den Matthias Sammer schon in Dortmund-Zeiten beobachtet hatte. Jetzt hat er ihn im Team. Erstes Spiel, erstes Tor, très chic. Werder reagiert, der Dene Jensen kommt für Davala, der nach einem halben Jahr Pause wegen Schambeinentzündung hier kurz vor der roten Karte stand. Auch der Beginn der zweiten Halbzeit gehört den Gastgebern. Kuddelmuddel mit Klepp. Setzt sich wunderschön durch. Kakao. Hinten wartet Lahm. Weltraum oder Albtraum. Aber okay, es gibt leichtere Bälle. Wenn er den trifft, wird es ein absolutes Klasse-Tor. In einem Spiel, das sich immer wieder seine Auszeiten nahm. Ernst auf Magnon. Gegen Hinkel heute wieder nicht so stark schon. Gegen Freiburg nicht so glänzend. Die Chance für Klasnitz. Die Gastgeber stellen um. Held geht verletzt runter. Es kommt Tiffert und Meissner wechselt dafür von der rechten auf die linke Mittelfeldseite der Raute. Das ist Kakao. Der angesprochene Meissner nochmal. Kakao und der Pass und der Pfiff bzw. die Fahne. Und die Proteste natürlich an dieser Stelle, aber absolut korrekt entschieden vom Fußballgericht in Sekundenschnelle. Abseitssituation von Kurani. Weiter 1:0 für die Mannschaft von Matthias Sammer. Eck bei Bremen, zu kurze Abwehr von Del Pierre. Und die neue Auflage dieses Konters. Wiederum der Start. Jetzt aber Kakao auf dem Weg zum 2:0. Nein, und in der Mitte wartet Kurani. Den muss er doch spielen. Kurani schimpft. Was schimpft er denn? Schieß rüber, du Nusskuchen. Ich bin völlig frei. Das hätte die Spielentscheidung fast sein müssen. Die 53. Minute. Bleibt es bei dem Spielstand, sind es schon 8 Punkte für den Double-Gewinner des letzten Jahres. Sehr schöne Vorarbeit von Valdez, als dritter Stürmer mittlerweile gekommen. Klose und Hildebrand. Bremen ohnehin das Team der zweiten Halbzeit. 3 von 20 Treffern, viel nach der Pause. Erwacht so ein bisschen, aber immer wieder dazwischen der VfB. Und dann diese Szene. Magnin im Zweikampf gegen Tiffert. So ein bisschen gehalten wie bei der Schwangerschaftsgymnastik mit dem linken Arm. Aber er war in der Position des letzten Mannes. Für mich korrekt entschieden. Rote Karte, auch das noch. Noch 25 Minuten zu spielen. 0:1 hinten. Ein Mann weniger. Und jetzt erwacht der deutsche Meister. Statt Sicherheit, Unsicherheit beim VfB. Das war der Pfosten. Klasnitz. Noch 12 Minuten. Freistoß mit Kuh. Kopfballabwehr Del Pierre, der eingewechselte Jensen. Und im Vorbeigehen. Das 1:1. Der Topscorer der Liga mit seinem 7. Saisontor in der 78. Minute. Jensen erwischt ihn nicht richtig und Klose eiskalt und volle Punktzahl für den Bodenturner. Mehr als die Hälfte der Partie gehört dem VfB und jetzt spielt plötzlich nur noch Bremen. Eckball, erneut Miku. 9 Minuten noch bis zum Ende. Valdez, Tor, 2:1 für die Gäste. Der Stürmer aus Paraguay, der erste Torschütze dieser Saison, sein drittes Joker-Tor.
und das erste Kopfballgegentor gegen den VfB Stuttgart. Meißner und Kurani hopsen da einfach mit. Von Abwehr kann keine Rede sein. Und der kleine Valdez bringt den Meister in Führung. Die Schlussminuten. Schafft Stuttgart wenigstens noch ein Remis. Dann ziehen sie an Wolfsburg vorbei. Tiffert. Zu kurze Abwehr. Und wer kommt da? Es kommt Babbel. Und das war's. Es bleibt beim 0:2. Ein Hochgeschwindigkeitsschuss zum Abschluss eines Spiels, das die Qualität jenes traumhaften 4:4 nicht halten konnte, das von der Spannung lebte und durch die Steigerung in der zweiten Halbzeit einen nicht unverdienten Sieger fand. Bremen ist zurück im Kampf um die Meisterschaft. Schwierig, mein Stuttgart hat, spielt zu Hause, hat uns ihr Spiel aufgedrängt, deswegen war es für uns schwer dagegen zu halten. Zweite Halbzeit haben wir uns mehr bewegt und deswegen sind wir besser ins Spiel gekommen. Das ist nicht unser erstes Mal, dass wir ein Spiel umdrehen und heute haben wir mit 10 Mann das Spiel drehen können und das ist einfach wunderbar. Die zweite Niederlage für den VfB binnen Wochenfrist bringt die großen Träume am Neckar vorerst ins Stocken, folgt am Samstag auf Schalke. Die dritte Pleite ist die Herbstdepression. Perfekt. Das ist nur Kopfsache. Wir haben gedacht, das Spiel nach roter Karte, wir haben gedacht, das Spiel schon vorbei ist und wir haben nicht mehr gespielt, wir haben nicht mehr gelaufen und gegen hat uns bestraft. Ja. Bremen rückt mit dem 6. Sieg einen Platz vor. Die Torfabrik der Liga kennt keine Rezession. Waldemar Hartmann im Gespräch mit beiden Übungsleitern. Ich begrüße